Heute wird sowas von gemäht. Heute fallen die Fakten auf die anderen Fakten. Heute ist Tag X. Heute ist der große Tag, liebe Leute, für die große Ernte. Warum mache ich jetzt gerade so eine Bewegung? Ich habe keine Ahnung. Nee, also Spaß. Heute ist eigentlich das Feld reif. Das Pferd. Wie komme ich jetzt auf Pferd? Nein, heute ist das Feld fertig. Das, was ich eigentlich in der vorigen Folge eigentlich mähen wollte. Aber jetzt sind wir dabei, es zu mähen. Oder beziehungsweise der Helfer macht das für mich. Ich habe ja ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, das sind jetzt... Oh, 7 Millionen. Das reicht erstmal, ne? Also der Helfer hat es schon mal gut in Griff hier, das alles. Und dann könnte ich jetzt eigentlich schon mal zum Traktor wechseln. Zum New Holland T8.320. Nein, Quatsch. 320 natürlich. Wir sind in Deutschland. Da spricht man Deutsch, also 320. Ja, also das Feld ist nicht relativ groß, aber es ist mittelmäßig, sag ich mal so. Also es gibt größere auf jeden Fall. Also ich glaube, das größte Feld müsste... Die gute Frage, ja. Welches ist denn das größte? Ich denke mal die Nummer 13. Ja, das könnte passen. Danach folgen Felder 15 und 6, ja. Okay, aber es ist ein mittelgroßes Feld auf jeden Fall. Ist nicht das kleinste, wie gesagt. Es reicht eigentlich schon mal. Also vielleicht bekomme ich ein bisschen Geld, was ich eigentlich schon habe. Und man sieht ja auch hier neben, hier ist ja auch Mais. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Also ich würde es dann vielleicht in der nächsten Folge machen oder ich lasse es komplett sein oder ich grober das einmal um und sehe da zum Beispiel Raps, also das, was ich jetzt gerade auch mache auf diesem Feld, was der Helfer gerade mäht. Mal schauen. Also ich bin nicht so der Mais-Typ, ehrlich gesagt, weil, ja, warum bin ich das nicht? Weil das eigentlich den Grund hat. Ja, man bekommt nicht so viel Geld dazu, ist ja logisch eigentlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist ein bisschen blöd. Und man muss wirklich hart investieren für mehr Gerätschaft und das ist wirklich sehr, sehr teuer. Also der Droscher mäht ja in der Zeit noch, dann kann ich das einfach mal zeigen kurz. Also man bräuchte für die Maisernte natürlich eine Krone, also den Häcksler dafür, den Krone Big X 1100. Dazu das gehörige Schneidwerk, finden natürlich bei Schneidwerke. Das haben wir hier, nehmen wir den größten Maispflücker einfach mal. Die Krone Easy Collect 1053. Und dann, na okay, das war's eigentlich. Okay, man könnte hinten noch einen Anhänger dranhängen oder man fährt halt mit dem Traktor hinterher. Es gibt so zwei Varianten und dann fährt man das einfach weg. Ja, das ist es eigentlich. Das ist die grundlegende Regelung für Mais. Aber es macht mir nicht so Spaß. Ich weiß nicht, das Hinterherfahren, das ist echt irgendwie ein bisschen komplizierter eigentlich, als wenn man jetzt irgendwie Gerste, Raps oder Weizen mäht. Also ich finde das nicht so schön. Aber wie dem auch sei, ich bin jetzt bei Raps und ich möchte jetzt nicht über Mais reden. Vielleicht danach, aber mal schauen, wie es dann so weitergeht. Aber heute, liebe Leute, ich denke mal, vielleicht werden wir heute einen Einsatz bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kann ja sein, natürlich. Ich möchte es ja ein bisschen realistischer rüberbringen. Von daher könnte es ja sein, dass wir vielleicht einen Einsatz bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch die Wahrheit entspricht. Also ob das jetzt wirklich zutrifft auf den heutigen Tag. Es könnte sich ja auch verschieben. Was heißt verschieben? Ich meine damit natürlich, es könnte ein Einsatz kommen oder auch nicht. Ja, so meine ich das natürlich. Ja, so. Also der Dröscher ist schon mehr als die Hälfte fertig. Wow, also Applaus, Applaus, der Klaus, er schafft's. Der wunderbare Klaus als Helfer. Ey, das ist echt krass. Und ich glaube, ich muss den Dröscher nicht mal leeren, oder? Also erst, na okay, ein bisschen über die Hälfte. Ich denke mal, einmal müsste ich den lernen, glaube. Aber immerhin. Und ich hoffe, das passt alles in den Anhänger. Ansonsten habe ich den umsonst gekauft. Aber das wäre eigentlich nicht so dramatisch, von daher. Ja, okay, es wäre jetzt nicht so drastisch schlimm. Warum habe ich jetzt eigentlich diesen C durch? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe das ja schon mal in der vorigen Folge gesagt, warum ich den habe. Und warum hatte ich den? Einfach nur zum Hin- und Her-Cruisen, ja, also der ist irgendwie, ja, der sieht cool aus. Ja, der ist so schön matschig und schön dreckig. Also jetzt nicht versaut, dreckig halt, ja.
Ja, also man kann ja auch wirklich tolle Dinge machen. Also, ich meine natürlich auf dieser Map. Man kann hier durch so eine Schlammlöcher fahren. Dadurch wird dieser Traktor jetzt in diesem Fall sehr, sehr dreckig. Genau. Das ist schon irgendwie cool gemacht mit dem Schlamm. Also wie der mal so nach oben fliegt, das ist schon echt cool animiert auf jeden Fall. Sollte es eigentlich auch in anderen Maps geben. Also das würde mir wirklich sehr, sehr fehlen eigentlich. Und das gehört eigentlich dazu. Das macht einfach mal das Spiel realistischer. Es ist denn viel besser irgendwie, wenn auch irgendwie Schlamm da mit bei ist oder so. Aber hier hat man richtig große Pfütze. Hier kann man sich so richtig schön austoben. Also mal so richtig da reingucken. Boah, schön. Also, wenn ihr irgendwelche Fahrzeuge habt im Landwirtschaftssimulator, kommt vorbei zu mir auf dieser wunderbaren Map oder spielt sie selber, die Ahrensfelder Map. Dann könnt ihr mal hier richtig schön rumsauen. Oh, okay. Das war es jetzt erstmal dazu. Ja, okay, der Drescher ist gleich voll. Also müssen wir kurz noch warten, dann ist der fertig. Hört ihr das auch? Okay, Leute, die Sirene geht. Okay, das ist jetzt wirklich sehr, sehr ungünstig. Ich möchte jetzt eigentlich diesen Drescher leeren, aber. Ah, okay, jetzt kann ich es leider nicht ändern. Dann fahre ich jetzt mal sofort zur Wache. Ach, mein Pieper geht. Okay. Also habe ich das schon mal richtig. Ich schalte einfach mal die Rundumleuchte an. Und fahre jetzt in Richtung meiner Wache. Und mal schauen, was wir für einen Einsatz bekommen haben. Also, das freut mich natürlich. Wir haben einen Einsatz. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Also, für die Person, wenn es Personen gibt, einen Personenschaden, ist es vielleicht nicht so schön, aber es macht schon echt Spaß, zur Wache zu fahren und zu sagen, man hat einen Einsatz. Es könnte auch irgendwie was anders sein, eine Übung oder sonstiges. Also es könnte alles auf uns zukommen. Aber das Weitere sehen wir gleich in nächsten Sekunden. So, ich bin jetzt auch gleich da. Jetzt muss ich bloß noch über die Kreuzung aufpassen, dass jetzt kein Fahrzeug kommt. Ja, so über die Straße. Also der fährt wirklich langsam. Warum habe ich den denn? Das ist komisch. Ich hatte doch eigentlich immer. Oder hatte ich den einfach mal so gekauft? Ich habe keine Ahnung. Also, der ist einfach da. Vielleicht ist er standardgemäß. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Nein, ich glaube, den habe ich selber gekauft und dahin platziert. Naja, okay. Wie dem auch sei, wir sind angekommen. Ach, ein Tor schon offen. Okay. Mach ich mal das Gedüle aus. Ich rücke gleich mal aus mit dem HLF1 von unserer Feuerwache. So, okay. Das HLF1 zurück zum Einsatz aus. Wir haben, falls ihr das wissen möchtet, und das wollt ihr natürlich auch, einen Verkehrsunfall auf der Langbrücke 1. Ich gucke uns mal auf die Karte. Also, und von daher, dass wir neu sind, ist das alles nicht so, wie wir das eigentlich wollten. Jetzt sind wir komplett falsch gefahren. Das kann natürlich passieren, also. Es ist natürlich nicht lustig. Nein, überhaupt nicht. Da muss man wirklich aufpassen, was man auch macht und wo der genaue Einsatzort ist. Also, das kann natürlich auch passieren, dass man sich verfährt. Aber jetzt habe ich die Koordinaten bekommen. Ja, da sieht man auch zwei Fahrzeuge schon mal. So mache ich die Karte wieder aus. Mitten auf der Brücke. Oh, das sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. HLF1 am Einsatzort eingetroffen. So, natürlich alle Gerätefächer öffnen. So, das möchte nicht immer so, wie ich das möchte, aber naja. Hauptsache es funktioniert. Okay, wir gucken uns mal diesen Unfall an. Also wir haben hier zwei PKWs. Verdacht auf Verkehrsunfall. Es ist ein Verkehrsunfall. Warum Verdacht? Nein. Es ist ein Verkehrsunfall. Anscheinend ist dieser Pickup irgendwie mit den anderen Pickup kollidiert.
PKW, nicht Pickup. Und er droht jetzt in diesen Fluss zu fallen. So, das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrückt, ist. Komme ich da jetzt hin? Genau. Das HLF2. So, das Tor wird geöffnet. Blaulicht natürlich einschalten, keine Frage. So, das HLF1 rückt zum Einsatz aus. Also, Leute, es ist wirklich sehr, sehr komisch. Also, man verfährt sich immer hier. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie nicht sagen, ja? Jetzt wollte ich schon wieder rechts fahren, obwohl ich eigentlich links hin muss. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 2 ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Gerätefächer werden von dem Maschinisten von diesem Fahrzeug geöffnet. Das bin in dem Fall eigentlich ich. Und die Personen werden jetzt rausgeschnitten aus diesen Fahrzeugen. Falls es notwendig ist, was mache ich denn jetzt? Ich wollte jetzt hier hin. So, jetzt brauchen wir keinen MTW. Ich wollte eigentlich auch nicht in der Wand hängen. Hatte ich jetzt eigentlich nicht so vor. So, wir brauchen einen RTW. Unser Rettungswagen 1 vom Deutschen Roten Kreuz zurück zum Einsatz aus. So, und diesmal fahre ich jetzt richtig. Ja, perfekt. Also da müsst ihr mir doch wirklich mal recht geben. Also gebt mir einfach mal einen Daumen nach oben. Ja. Das muss jetzt wirklich mal sein. Ich habe es eigentlich geschafft, das auf die Reihe zu bekommen. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wo ich jetzt diesen RTW platziere. Rettungswagen 1 am Einsatzort eingetroffen. Also ich möchte jetzt nicht alles so blockieren, von daher, ich stelle ihn jetzt einfach mal so an die Seite. Ja, dass auch andere Einsatzfahrzeuge noch vorbeikommen. So, dann öffne ich einfach mal die Türen, wenn das jetzt so funktioniert, wie ich das eigentlich so möchte. Ja, okay, es funktioniert. Also, das ist euch bestimmt schon öfters aufgefallen, dass das nicht so funktioniert meistens, wie ich das will. Da öffnet sich halt bloß eine Tür oder geht die andere Tür wieder zu. Ja, das ist immer sehr, sehr kurios, aber es funktioniert schon. Es ist manchmal auch wirklich sehr, sehr lustig. So, jetzt rückt das Einsatzleitfahrzeug aus. Das ELF oder ELW rückt zum Einsatz aus. Einen Drift hingelegt. Krass. Funkverkehr ist vorhanden. Ich platziere mich einfach mal neben dem RTW, am besten hier auf die Wiese. Okay. Jetzt brauche ich. Ich könnte das ja machen. Also, wir bekommen den Fahrer dieses Fahrzeuges da jetzt nicht raus. Also, jetzt muss ich wirklich was rede ich denn da? Jetzt muss ich richtig vorgehen, ohne dass jetzt irgendwelche Leute zu Schade kommen. Also, sprich, ich brauche jetzt eine Drehleiter. So, dann gehe ich hier, genau. So, da ist die DLK. Das Tor wird geöffnet. Blaulicht an. Und ich versuche jetzt irgendwie mit der Leiter an dieses Fahrzeug zu kommen, damit wir die Person rausbekommen. Also jede Bewegung könnte tödlich enden. Drehleiter mit Korb ein, zurück zum Einsatz aus. Also das heißt, wenn die Kameraden auf der Brücke jetzt irgendeine hektische Bewegung machen, dann könnte es passieren, dass das Fahrzeug plötzlich im Fluss liegt. So, jetzt brauche ich mal kurz einen Weg. Jetzt muss ich über die Wiese. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Weil da war so eine komische Schräge, die nach unten ging. Also da kann ich jetzt nicht reinfahren mit der DLK. Von daher muss ich jetzt über die Wiese heizen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, wie ich mir das vorstelle. Ich dürfte mich jetzt nicht festfahren. Das war jetzt nicht angemessen. Ja, okay, das könnte funktionieren. Ja, okay. Ah, ja, also.
Der Leiterpark sollte eigentlich auch noch funktionieren, bis dort hinten. Der ist eigentlich lang genug. So, okay, dann. Die Stützen werden ausgefahren. Dann der Korb. So, ich hoffe jetzt, liebe Leute, dass das jetzt funktioniert. Aber ich denke, also der Platz müsste jetzt eigentlich generell ausreichen. So, jetzt müsste bloß der Korb aufgehen. Na los, du Schlingel, du schaffst das. Okay, da ist er auch schon. Schaut da, ein Wunder ist geschehen. Der Korb ist jetzt ausgefahren. Naja, so halb. Ja. Okay, so sieht's gut aus. Und ich glaube, das passt jetzt auch von der Länge. Ja, okay. Es ist genau beim Fahrzeug. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt kann die Person mit aller Vorsicht in den Korb gebracht werden. Und dann kann die Person abtransportiert werden. So, ich gehe jetzt noch schnell hoch. Okay. Okay, ein bisschen Platz ist noch. Also, die Person ist jetzt aber im Korb und kann jetzt wieder aus dem Korb raus. Jetzt alles ganz langsam machen. Jetzt muss sie da darüber. Ja, also manchmal ist es wirklich lustig, mit der DLK rumzufahren oder irgendwelche Einsätze zu fahren. Weil, wie man das sieht, verschwindet sie einfach im Boden. Lustig. Also es ist manchmal sehr, sehr lustig, aber was will man machen? Also es ist eine sehr, sehr gute Mod und von daher ist egal, was kommt, es macht einfach nur Laune. So, die Person wurde jetzt in den RTW manövriert und oder gebracht und wird jetzt demnächst ins Krankenhaus geliefert. Die Fahrzeuge wurden gesichert und werden jetzt auch demnächst von der örtlichen Werkstatt abgeschleppt oder beziehungsweise abgeholt. Und dann können wir die Straße auch wieder freigeben für den nächstkommenden Verkehr. Also ich muss mal wirklich sagen, also hier passt locker ein Fahrzeug durch oder irgendwelche Passanten, ja. Also wenn man mal richtig hinschaut, also man könnte ja müde sein, irgendwie einschlafen, Sekundenschlaf, so nennt sich das. Man fährt dann einfach so gerade durch in den Fluss. Dann wird aus deinem Fahrzeug ein Boot. Ist eine tolle Geschichte, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ungefähr so deinen Vorstellungen entspricht, dass dein Auto ein Boot wird. Okay, es ist ein Unterwasserboot. Also man könnte auch sagen U-Boot, oder? Aber nee, jetzt kommen wir mal zur Tatsache. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Luke. Aber wie nennt man das? Eine sehr große Lücke. Entschuldigung. Und da kann es wirklich schnell passieren, dass man jetzt einfach mal dort runterfährt. Obwohl man das eigentlich gar nicht will. Ich glaube, die beiden Personen wollten das ja auch nicht, dass es passiert. Aber man weiß ja nicht, um was es da ging. Das klärt natürlich die örtliche Polizei. Na gut, liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat von mir, dann würde ich mich über eine positive Bewertung von euch freuen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, das wisst ihr ja, keine Frage. Und ich würde einfach mal sagen, wie gefällt euch dann dieses Projekt bis hierhin? Also bis zu diesem Punkt jetzt. Also an alle Leute, die jetzt dieses Video bis hier geschaut haben, gebt mir doch einfach mal eine Meinung zu den Videos vom LS15. Also, ich beziehe mich jetzt eigentlich auf dieses Projekt. Wie gefällt euch das denn jetzt mittlerweile? Ist das besser für euch? Ist das besser mit Facecam, wenn ich das mache? Entscheidet jetzt einfach mal jetzt. Und alle Leute, die jetzt bis hier geschaut haben, also bis hier, die schreiben jetzt bitte mal ihren Namen unter diesem Video. Also bitte nicht vorspulen, das zählt nicht. Nein. Also bitte, alle Leute, die jetzt bis hier dieses Projekt, also dieses Video, diese Let's Play von mir gesehen haben, schreibt doch mal bitte jetzt euren Namen hier drunter oder kommentiert es einfach mal mit "Ich habe bis hierhin geschaut". Das hört sich gut an, oder? Also, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Watch the world go by.